Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's, euer Gunshot. Und was denn jetzt? Ganz anderes Video. Kein Game im Hintergrund, nichts, gar nichts. Nur meine Visage und ein bisschen was von meinem Zimmer hier. So, warum mache ich das Video? Ja, ihr wisst es bestimmt. Ich habe ja schon ein bisschen länger darauf hingearbeitet, endlich die 200 Abonnenten-Marke auf meinem Kanal zu übersteigen. Und wir haben es zusammen geschafft. Ich wollte euch dafür einen riesen Dank aussprechen. Danke, dass ihr das möglich gemacht habt. Ich bin echt für jedes Abo dankbar. Super, dass wir das endlich erreicht haben. Und deswegen möchte ich natürlich auch ein wenig was anderes machen. Und zwar wollte ich etwas verlosen. Ich habe ja schon in anderen Let's Plays von mir oder auch im Twitch-Stream gesagt, dass ich was zu verlosen habe. Unter meinen Abonnenten verlose ich das. Ne, nochmal einschmeißen. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Das habe ich gerade beim Schneiden des Videos gesehen. Deswegen hier nochmal die Info. Die Verlosung findet unter all meinen Abonnenten statt. Nicht wahr? Denn euch gebührt ja der Dank. Also ein kleines Gewinnspiel, damit auch ihr ein bisschen was davon habt, dass ihr mich da so zahlreich supportet habt. Was ich immer noch echt geil finde. Wie gesagt, nochmal danke dafür. Ich weiß gar nicht, wie oft ich da noch Danke sagen soll. Das, was ihr jetzt hier seht, das ist jetzt so mein Zimmer. Nö, das ist so mein Gaming-Oriol, würde ich jetzt mal so sagen. Ihr seht das selbst, ich habe da hinten so ein bisschen Akustikmatten angebracht. Ihr habt hier zur anderen Seite, da ist mein Greenscreen, ne, den ich ungern aufbaue zurzeit, weil es nervt eigentlich bloß. Ihr seht ja selbst so ein bisschen den Querschnitt von meinem Raum. Ich muss dann jedes Mal, wenn ich pinkeln muss oder wenn ich da hinten hier, warte, wie zeige ich da hin? Oh, jetzt bin ich ins Mikro gekommen, fuck. So, da, wenn ich zu der Kaffeemaschine will und mir einen Kaffee holen möchte, dann muss ich da erst hinter den Greenscreen. Ja, und erst dann komme ich an das schwarze Gold. Deswegen lasse ich das zurzeit, vor allen Dingen, weil es auch gar nicht so doll gewünscht ist, ganz ehrlich. Also, es macht jetzt nicht großartig einen Unterschied. Da es meistens ja eh relativ dunkel ist bei mir, ob da nun ein Viereck ist oder nur meine Fresse, das ist eigentlich egal. Ne? Die glänzt dann meistens auch immer ein bisschen. Oh, heute nicht. Heute ist nicht so glatt rasiert wie sonst. Das tut mir leid, ich habe mich nicht fein gemacht für euch. Wie gesagt, ich will etwas verlosen, dazu kommen wir natürlich noch. Ne? Also, oder wollen wir es jetzt machen? Machen wir es jetzt, bevor jetzt gleich wieder hier, nun komm endlich zur Sache, verfickt nochmal, ich will was gewinnen, wenn du schon sagst, dass du was verlost. So, und zwar verlose ich etwas. Ich habe mir das selber mal gekauft, weil ich das haben wollte allgemein, um es auszuprobieren, um zu gucken, inwieweit ich das brauche. Ich bin leider zu dem Entschluss gekommen, dass ich es nicht brauche. Und zwar handelt es sich um das Lavalier-Mikrofon ETM 006. Ich halte das nochmal in die Cam, wenn der das mal scharf stellt. Macht das scharf? Er macht das scharf. Gut. Okay. Genau das gibt's zu gewinnen. Und was das Mikrofon ist und macht und also was ein Mikrofon macht, muss ich euch ja glaube ich nicht erklären. Auf jeden Fall ist das ein Mikrofon hier so zum Mensch, wo ist denn die richtige Seite? Da, zum Dranbümseln zum Beispiel und um handfrei, kein Mikro in der Hand, ne, und so weiter, wie die Stars das haben, da könnt ihr reinquatschen und dann könnt ihr im Endeffekt eure Sachen aufnehmen, wenn ihr zum Beispiel selber öfter mal vor der Kamera steht oder einen Camcorder habt und da einfach mal reinquatschen müsst. Dann ist das echt gut. Ihr wisst selbst, Lavalier-Mikrofone, die haben von Edutisch, ich habe die Marke ganz vergessen, die haben eine super Qualität. Ich weiß ja nicht, ihr könnt euch auch mal ein paar Reviews auf den anderen YouTube-Kanälen an, da gibt es ja unzählige, ich bin da selber auch drauf gestoßen. Die Quali ist echt gut. Selbst wenn ihr das Ding ohne Mischpult benutzt, mit Mischpult ist es natürlich am besten. Ich selbst habe jetzt keins, habe es trotzdem benutzt und allein das, was mit Audacity möglich ist, ist schon super. Also kann ich nur empfehlen. Das Einzige ist, ich habe jetzt hier die 1, warte, ich halte das nochmal in die Cam. Sieht man das? Ne, sieht man nicht, weil ich scharf stelle. Der ist Logitech-Scheißing. Wo fickt der nochmal hier so? 1,3 Meter, lese ich das halt vor. 1,3 Meter habt ihr. Ich werde das mal, entschuldige an denen es geht. Ich werde natürlich auch mal ganz kurz auspacken, was wir hier Schönes haben. Ne? Damit ihr wenigstens sehen könnt, dass sich das in einem einwandfreien Zustand befindet. So, wir haben hier die Tasche. Hier ist die Tasche. So. Das ist aus Kunstleder. Oh, Qualität. So, dann rippen wir das mal. Geh auf hier. Dann rippen wir das mal ein bisschen auf. Und dann haben wir hier sorgfältig zusammengerollt dieses 1,3 Meter lange Kabel mit Mikrofon, was ich noch gar nicht dazu gesagt habe, ne? Popschutz ist mit dabei, ist auch schon direkt draufgestülpt. Und hier
könnt ihr sehen, da ist der Clipper. Da könnt ihr euch das dann direkt hier randümpseln und dann sitzt das hier so und ihr könnt dann sagen, ja, hallo, guten Tag, mein Name ist Gunshot, ich wollte das Mikrofon einfach mal ausprobieren, deswegen haue ich das jetzt hier so dran und sehe dabei total bescheuert aus. So, alles klar. Packen wir wieder weg. Ich muss aufpassen, dass ich nicht andauernd in den Bildschirm reinglotze. Ich gucke nämlich die ganze Zeit mir selbst in die Visage, ob das alles noch so mit der Kamera und so weiter passt. Ne, das ist, oh, ich bin auch schön blöd, ne. Ich könnte mir das die ganze Zeit schon so oben hinstellen hier, dass ich da zu euch gucke. Ja, das ist das erste Mal, dass ich sowas mache, deswegen bitte ich das zu entschuldigen, nicht wahr? So, wie gesagt, ihr könnt das gewinnen und zwar läuft das eine Woche ab heute. Das heißt, das Video hier ist ja jetzt auf dem Mittwoch, ne? Der 10.2., das geht bis zum 17.2. Direkt Ende ist an dem nächsten Mittwoch, also dem 17.2. um 0 Uhr und 0 Minuten. Und 0 Sekunden, wer es ganz genau haben möchte. Das heißt, direkt wenn der Morgen beginnt, ist das zu Ende. Und ja, das letzte Häubchen, was ich oben abschöpfen konnte von Leuten, die mitmachen wollen, ist dann auch versiegt. Danach geht nichts mehr. Das heißt, es ist ganz einfach daran teilzunehmen, was ihr wahrscheinlich euch jetzt auch gerade fragt. Einfach bei YouTube oder bei Facebook bei mir auf den Seiten unter die Kommentare schreiben, dass ihr das Mikrofon haben möchtet. Und ja, bei Facebook genau dasselbe, wer hätte es geahnt, ne? Und dann gibt's das. Dann werde ich auch direkt an dem Mittwoch den Gewinner bekannt geben, natürlich nicht direkt um 0 Uhr. Ich denke, das werde ich später machen, so um die Mittagszeit und so, da werde ich nochmal extra ein Video fertig machen für und dann werde ich das so online stellen in dem Zeitraum irgendwann, so wenn ich da, das werde ich dann online stellen, wenn ich Zeit dazu habe, ne? Das soll wie gesagt ein kleines Dankeschön von mir sein und ich denke, das habt ihr euch auch redlich verdient. Ich brauche es, wie gesagt, nicht. Und ich denke, wenn ich dann mit jemandem von euch glücklich machen kann, gerade, dass er sagt, pass auf, oh, ich habe jetzt schon den Camcorder und ich möchte jetzt unbedingt das Mikro haben, ne? Dann soll er das auch bekommen. Also nochmal, was gibt's zu gewinnen? Genau, das Lavalier-Mikrofon ETM-006, 1,3 Meter lang von Edutish. Das ist Quality made in Korea. Also, lasst euch davon jetzt mal nicht abschrecken. Ich habe bloß das noch nie so in den Zusammenhang jetzt mitgekriegt. Die liefern definitiv gute Qualität. Ne? Guckt euch andere YouTuber an, die haben das teilweise, benutzen das. Ich weiß gar nicht wer. Jetzt muss ich gerade mal jemanden, Ranzratte zum Beispiel, der hat das auch vorgestellt. Könnt ihr euch die Soundquali auch gerne bei ihm anhören. Der hat Mischpult, da werdet ihr das, glaube ich, einmal mit Mischpult von ihm hören. Ihr merkt auf jeden Fall, die Quali ist super. Mit Audacity habe ich das selbst ausprobiert, also ohne Mischpult, weil ich selber keins habe. Aber die Quali ist trotzdem einwandfrei. Also da kannst du, wenn du Rauschentfernung machst mit Audacity, dann klappt das auch einwandfrei. Und eignet sich, wie gesagt, super für Camcorder, das anzuschließen, um halt nicht die ganze Zeit so ein Pinöpel da zum Beispiel vor der Fresse zu haben. Aber da ich eh nur eine Webcam habe zum Aufnehmen, ne, ist es egal. Mit einem schicken Camcorder würde ich damit auch rumrennen. Habe ich aber nicht und habe ich auch nicht das Geld für zurzeit. Also von daher ist die Anschaffung erstmal in weite Ferne. So, ja, dann nehme ich doch erstmal einen Schluck Kaffee. Ne, das wird ja hier. Hallo. Ein paar Sachen, die euch vielleicht interessieren können. Ihr fragt euch natürlich, was kommt jetzt demnächst, wie geht's weiter? Und dazu möchte ich euch natürlich ein bisschen was erzählen. Ja, als nächstes auf dem Programm, wir haben ja immer Daisy auf dem Programm, das ist ja so ein Ding, was niemals enden wird, also Daisy wird definitiv weiter bleiben. Wir haben ja noch ein bisschen abzuwarten, bis Beta kommt und 060 müssen erstmal und dann Beta und dann gucken, was dann kommt. Auf jeden Fall werde ich ein treuer Anhänger von Daisy bleiben und auch weiter Videos machen. Und wenn denn der neue PC jetzt endlich mal da ist, den ich am 12.01. bestellt habe bei MIFCOM, ja, bei MIFCOM, sonst durch Qualität glänzt, hat jetzt Lieferprobleme, was den Arbeitsspeicher angeht. Also warte ich jetzt schon, wenn ihr heute guckt, es ist der 10.2. Ja, ich warte schon fast einen kompletten Monat. Gesagt wurde 7 bis 10 Werktage. Ja, ich kriege einen 16 GB USB-Stick als Wiedergutmachung. Und warte mittlerweile, jetzt, weil ich gestern auch nochmal geschrieben habe, eine Express-Lieferung gratis dazu, damit das alles schneller geht. Aber naja, wie gesagt, wenn das denn geht, dann kann ich auch mal wieder in besserer Qualität, ne? Dann habe ich auch vor, vielleicht meinen alten PC zum Streaming-PC zu bauen, dass ich dann auch mal wieder die Let's Plays, die auf YouTube kommen, getrennt von den Twitch
Aufnahmen verwenden kann. Ihr seht ja selbst immer, das sind Twitch-Mitschnitte, die ich noch versuche, immer qualitativ ein bisschen aufzuwerten, gerade was auch die Soundqualität angeht. Klappt leider nicht so gut, ihr wisst es selber. Das geht halt nicht, weil OBS, ne, um abzustreamen oder ein Upstream, da musst du halt runterkodieren. Das geht nicht anders. Da hast du Qualitätsverluste drin. Und das soll ja nicht mehr sein, ne, damit wir wieder in die alte Qualitätsschiene kommen. Ja, als nächstes natürlich Tom Clancy's The Division. Ja, am 8. März ist es soweit. Dann geht's los. Ja, und ansonsten natürlich noch alles Aktuelles zu Escape from Tarkov. Da werde ich ja jetzt demnächst die Alpha spielen und die Beta natürlich. Wie gesagt, wenn ich da Videomaterial zu kriegen sollte oder aufnehmen darf und auch uploaden, dann werdet ihr das natürlich zu sehen bekommen. Und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, was die Entwicklung dieses Games betrifft. Ne, wie es da weitergeht, sieht ja sehr vielversprechend aus. Soll ja angeblich auch noch 2016 rauskommen. Ja, da bin ich mal gespannt und hoffe, dass das auch wirklich so ist. Und wie gesagt, ich sage euch da mal, ob das real ist oder ob das doch so ein bisschen geflunker ist. Werden wir sehen. Bis jetzt macht es ja auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck. Ich bin da auf jeden Fall gespannt. So, wir befinden uns dann jetzt auch langsam am Ende des Videos. Ich wollte noch einmal danken zum Schluss, damit das auch gar nicht in Vergessenheit gerät, dass ich hier ein Danke-Video mache. Und wie gesagt, nehmt am Gewinnspiel teil. Lasst euch meinen Dank für euren Support auch zugutekommen, indem ihr in die Comments schreibt, bei YouTube hier unter dieses Video oder bei Facebook halt direkt einen Kommentar setzen. Einfach drunter schreiben, ich hätte gern das Mikrofon oder ich würde gerne gewinnen. Irgendwie sowas, lasst euch da was einfallen. Ihr nehmt auf jeden Fall alle teil, in so eine random Auswertemaschine schmeißen und der am Ende ganz oben steht auf Platz 1, der kriegt es und der wird von mir dann natürlich auch entweder per PN bei YouTube oder bei Facebook benachrichtigt und dann werden wir dann natürlich alles weitere klären. Ja, an sich war es das jetzt mit dem Video, liebe Freunde. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten und wünsche euch natürlich viel Glück beim Gewinnspiel. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche euch wie immer was. Euer Gunshot.